Hallo ihr Lieben, und wieder ist es Weihnachten geworden und ich möchte euch wie die vergangenen Jahre auch meine Weihnachtsgeschichte vorlesen, wieder aus diesem wunderbaren Sammelband Weihnachtswundernacht Band 3. Dieses Jahr heißt die Weihnachtsgeschichte Das fünfte Lichtlein, der Gott der zweiten Chance. Es war kalt unter der stillgelegten Eisenbahnbrücke am Hafen der großen Stadt. Die rostigen Eisenträger schimmerten in der Dunkelheit in warmen Erdtönen vor dem Hintergrund einer kalt glitzernden weihnachtlichen Pracht. So einen weißen Winter hatten die zerlumpten Männer, die dort saßen, zuletzt in den Tagen erlebt, als das Leben noch gut war und das Feuer nicht sie selbst, sondern nur ihre kindliche Neugierde wärmte. Aber das war schon so lange her, dass es schon fast ein anderes Leben zu sein schien. Mit dem Erwachsenwerden war die Neugierde verblasst wie eine abgelaufene, übermalte Werbeplakatwand, für die sich noch kein neuer Mieter gefunden hatte. Aber Mieter waren sie selbst ja auch schon lange nicht mehr. Eng scharten sich die Männer nun um eine alte Öltonne aus der nahegelegenen Raffinerie, in der sie den Müll verbrannten, den sie tagsüber gesammelt hatten. Für das Sauberhalten des Platzes und dafür, dass sie Touristen die Klanginstallation eines stadtbekannten Künstlers an den verbeulten Querverstrebungen der Brücke zeigten, bekamen sie vom Museum für Moderne Kunst ein wenig Geld. Eine Zeitung hatte sie in dem Bericht über die öffentliche Einweihung des Projekts gar die Hirten der Töne genannt. Ein sozialromantischer Euphemismus, denn es war nicht genug, um es Gehalt zu nennen. Für ein paar innerliche Wärmeeinheiten reicht es allerdings schon. Das Werk sollte dazu beitragen, die akustische Wahrnehmung des Wesens der Stadt zu schärfen. Die Hirten der Töne brauchten dazu nur die Kälte unter ihrer Haut zu spüren. So achteten sie wie immer darauf, nicht aus dem Lichtkreis des wärmenden Feuers zu geraten, als auf einmal ein großer Schatten über die ganze Szenerie fiel und sie frösteln machte. Die Gruppe der Neuankömmlinge trugen Federboas über teuren Designeranzügen und das Funkeln ihrer anderen Accessoires machte den entstandenen Schatten mehr als wett. »Wollt ihr Spaß?« riefen sie gut gelaunt und lachten. Die Männer um die brennende Tonne herum taxierten die Neuankömmlinge misstrauisch. Sie sahen nicht wie die üblichen Kunsttouristen aus, aber auch nicht wie die Entscheidungsträger des Museumsvorstands. Sie erinnerten mit dem glühenden Leuchten in ihren Augen schon eher an die richtigen, das Leben feiernden Künstler. Was wollten die bloß von ihnen mitten in der Nacht? »Jetzt entspannt euch mal! Wir haben tolle Neuigkeiten für euch. Lang genug habt ihr den reichen Touristen nur hinterhergeschaut. Heute Nacht seid ihr endlich dran. Keine Angst, das wird super!« Und mit diesen Worten teilten sie Champagnerkelche aus und gossen offensichtlich teure Wärmeeinheiten hinein, denn glitzernde kleine Kristalle schwebten durch die perlende Flüssigkeit, wie sie es bisher nur einmal bei der Eröffnung der Klanginstallation in einer Flasche Elfenhof Gold gesehen hatten. Die offene, freundliche Art der Neuankömmlinge schaffte schnell Vertrauen und sie stießen miteinander an. Lebendig, fröhlich und gleichzeitig elegant tänzelten die Perlen im Glas und es war ihnen allen, als ob sie träumten. In der Nase schmeichelten komplexe Aromen mit anhaltender Feinheit von gelben Früchten und hellen Blüten. Am Gaumen offenbarte sich eine rassige Frucht mit Noten von frischer Brioche. Der Nachhall schien ewig und beinahe so unvergänglich wie Gold. Sie begannen, die uralten Lieder zu singen und keine 33 Minuten später waren die Hirten der Töne ein Herz und eine Seele mit den nächtlichen Neuankömmlingen. Jetzt brannten sie geradezu darauf zu hören, was diese beinahe engelsgleichen Leute für Neuigkeiten hatten. Die Visionsaktionskünstler, denn um solche handelte es sich bei den Engeln, erzählten vom Anbruch einer neuen Zeit, in der jeder dieselben Chancen habe.
Sie wollten die Hirten der Töne motivieren, sich dieser Bewegung anzuschließen und das durch einen Besuch bei dem Symbol der neuen Hoffnung, einem in dieser Nacht frisch geborenen Baby, zu dokumentieren. Die zerlumpten Männer verspürten inzwischen bereits einen solch unglaublichen Bewegungs- und Tatendrang, als hätten sie eine komplette Schiffsladung voll Energy-Drinks zu sich genommen. Hoffnung und Mut durchströmten ihr Inneres in neu gestärkter Weise. Die Kälte der winterlichen Nacht spürten sie gar nicht mehr. So gut tat ihnen die aufbauende Gemeinschaft. Daher bedrängten sie die Engel nun, ihnen endlich den Weg zu beschreiben, damit sie schnell losgehen könnten, um dabei zu sein. Die Visionsaktionskünstler erklärten den Hirten der Töne den Weg ganz ausführlich, etwa 13 Minuten lang, und schärften ihnen ein, dass sie sich ganz genau daran halten müssten, um nicht verloren zu gehen. Sofort ließen die zerlumpten Männer alles stehen und liegen und machten sich voller Tatendrang auf den Weg. Unterwegs unterhielten sie sich über die großartige Vision einer besseren Welt, die die glitzernden Kunstengel vor ihren Augen entworfen hatten. Dabei tanzten und jubelten sie noch mindestens bis zur vierten Abzweigung. An der fünften Weggabelung zitierte einer von ihnen noch den schönen alten Kinderreim: Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier. Dann steht das Christkind vor der Tür. Und der Rest skandierte überschäumend im Chor: Und wenn das fünfte Lichtlein brennt, dann hast du Weihnachten verpennt. Und sie lachten sich fast tot. So absurd erschien ihnen der Gedanke daran, sie könnten den neugeborenen Visionsträger nicht finden und mussten sich erst einmal hinsetzen und eine Weile verschnaufen. Als sie sich nach einer Weile wieder aufraffen konnten, merkten sie gar nicht, dass zwei von ihnen in einer dunklen Ecke liegen blieben. Der Weg wurde nun doch merklich beschwerlicher und die Abzweigungen immer komplizierter. Immer häufiger wurden sie sich uneinig über den Weg, nicht alle erinnerten sich mehr an dasselbe. Sie wollten sich aber auch nicht ruhig hinsetzen, um zu überlegen. Zu stark drängte sie die neu gewonnene Lust auf Aktivität und Veränderung, kopfüber durch die Nacht zu tanzen, wie die lustigen Kristalle in dem Elfenhof Goldchampagner. So kam es, dass sie sich an einigen Scheidewegen aufteilten. Denn alle hatten sie das ganz gewisse Gefühl, sich ganz genau an die Instruktionen der überirdischen Anweisungen der Glitzerengel zu halten. In Wahrheit war die Stadt aber einfach nur viel zu sehr gewachsen seit ihrem letzten Besuch, das Gewirr der Straßen zu unübersichtlich, sodass keine der Gruppen ihren Bestimmungsort finden würde. Und nachdem sie bald 40 Stunden gewandert waren, brachen sie gerade da, wo sie waren, zusammen. Ihre Herzen rasten, ihre Münder waren trocken, die Kleidung schweißnass, die Gedanken fuhren Karussell. Plötzlich überfiel sie ein Schmerz, ein furchtbarer, stechender Schmerz in den Armen und der Brust. Darm und Blaseninhalt quollen feucht und warm in ihre Beinkleidung. Und dann wurde es dunkel. Nicht abrupt, wie man es sich immer vorstellte, sondern quälend langsam wurden die Ränder ihrer Gesichtsfelder immer diffuser und zogen sich zusammen, bis sie nur noch durch ein kleines, winziges Piepshow-Guckloch das Leben erhaschten. Und ihr letzter Gedanke traf sie mit unausweichlicher Wucht. Sie hatten das Kind nicht gefunden. Verloren. Game over. Ende und aus.